Hollywood meets Varieté. In der neuen Show Dream Factory im Friedrichsbau Varieté geht es ins Hollywood der 40er Jahre. Was ich daran sehr spannend fand, eben, dass noch diese schwere Eleganz eben vorhanden war in den 40er Jahren, hat sich aber schon gepaart mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern, die dort quasi sozusagen das Zepter übernommen haben nach und nach, die auch mit ihren Träumen und Ideen kamen. Als Host der Show fungiert Markus Schimpp, der diesmal sogar eine etwas umfangreichere Rolle einnimmt. In dieser Stelle bin ich allerdings mehr schauspielerisch tätig. Das heißt, ich gehe als roter Faden durch das Programm und versuche den Wahnsinn, der auf der Bühne passiert, also vermeintlich auf dem Filmset, irgendwie immer wieder zu ordnen, wenn es geht. Die Show im Friedrichsbau Varieté versprüht einen internationalen Flair. Die Sänger, Tänzer und Artisten sind aus aller Welt nach Stuttgart gereist. Wir haben auch wieder zwei ukrainische Künstler, die mit deren Engagement wir die unterstützen sozusagen, bis Künstler auch, eine Künstlerin kommt aus Hawaii. Also da haben wir wirklich einmal rund gewirbelt in Anführungsstrichen. Die Tänzerinnen kommen alle aus England. Nur zwei Wochen hatten die Künstler Zeit, das neue Stück einzustudieren. Dann wächst man so im Lauf der Proben zu einem Ensemble zusammen und das klappt wirklich sehr, meistens sehr gut. Und auch hier war es wieder so, dass wir uns sehr schnell gefunden haben. Noch bis zum 26.02. kann man Dream Factory im Friedrichsbau Varieté sehen. Tickets gibt es ab 37 Euro. Neu für junge Menschen bis 27 ist das Youngster-Ticket. Damit kann man die Show bereits für 21 Euro besuchen.